Das ist eine große Chance für uns Privataktionäre. Das wird eines Tages in Gold aufgewogen, in Gold. Also ich will dem persönlich nicht zu nahe treten, aber ich brauche den mir nur anzuschauen. Dann muss der Mensch sich nicht aufhängen und landet auch nicht unter der Brücke. Wenn er es richtig anstellt, wird er Minister. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spektakulären Interviewgast. Er ist Börsenexperte natürlich, einer der bekanntesten Fondsmanager und auch vor allem Value-Investoren des Landes und er hat ein geniales neues Buch geschrieben. Herzlich willkommen, Dr. Markus Elsässer. Vielen Dank, Herr Lochner. Herr Elsässer, die sechs entscheidenden Lektionen des Lebens, da wollen wir heute natürlich auch drüber sprechen. Also ich kann euch das Buch schon mal wärmstens empfehlen, hat wirklich großen Spaß gemacht. Herzlichen Glückwunsch erstmal zu Ihrem neuen Werk, Herr Elsässer. Dankeschön. Freue mich. Jetzt steigen wir aber erstmal mit der Börse ein, mit dem aktuellen. Da passt auch ganz gut dazu, was Sie in Ihrem Buch beschrieben haben. Da haben Sie nämlich den Unterschied erklärt zwischen einem Bankier und einem Bankkaufmann. Jetzt haben wir gerade die nächste Bankenpleite erlebt mit der First Republic Bank. Drei der vier größten Bankenpleiten der US-Geschichte in diesem Jahr. Das ist schon durchaus bemerkenswert. Was läuft denn da schief gerade aus Ihrer Sicht? Ja, also es kommen halt endlich Dinge zutage, die lange unter der Decke schlummern. Wenn Banken eine gewisse Größe erreicht haben und etabliert sind, können sie anders als in anderen Industrien sehr lange überleben, obwohl sie gar nicht gesund sind, nicht? Und ich glaube, jetzt kommen wir in eine Phase, wo das sehr klar zutage tritt, dass nämlich viele Banken einfach ein rundverkehrtes Geschäftsmodell haben. Was läuft da schief? Also zu wenige Bankiers, verstehen die ihr Geschäft selber nicht oder hat sich da die Welt vielleicht auch einfach geändert und man ist nicht mit der Zeit gegangen? Ja, ich glaube, es ist, was schief läuft ist oder was sich zeigt, ist die Großmannssucht. Wissen Sie, wenn Sie Joghurt herstellen, ja, und da haben die Maschinen haben eine gewisse Kapazität und sagen wir mehr als 1 Million Becher pro Woche kriegen sie einfach nicht raus. Und wenn sie 3 Millionen Becher rauskriegen wollen, müssen sie erstmal die Kunden finden dafür, die das abnehmen und dafür andere Produkte aus dem Regal speisen von der Konkurrenz. Und sie müssen die Maschinen erstmal ordern und der Halle bauen und so weiter und so fort. Nur im Banking ist Wachstum sehr leicht möglich. Man leiht sich Geld im Interbanking und verleiht dorthin und dahin und so weiter und so fort. Letzten Endes ist das Bankgeschäft ja an sich die Königsdisziplin und an sich eines der sichersten Geschäfte, wenn man eben seine Pappenheimer, seine Kunden genau kennt. Und was passiert ist, ist einfach über die ganzen Jahrzehnte, dass die Banken viel zu groß geworden sind, wahrscheinlich auch sehr motiviert, weil die Vorstände und Führungskräfte dann einfach sehr, sehr viel mehr verdienen können, weil alles nur quantitativ orientiert ist, anstatt einfach mit dem organisch gewachsenen Urbusiness langsam gemütlich weiterzumachen. Das ist, glaube ich, das eigentliche Urproblem, dass eben Geschäfte eingegangen werden, die überhaupt nicht zu dem Laden passen. Jetzt haben wir ja auch einen Fakt, die Großen wie JP Morgan werden jetzt noch größer, weil sie dann die Kleinen schlucken sollen, müssen, dürfen, wie man das auch immer sehen will. Beeinflusst das irgendwie Ihre Investments, dass sich da jetzt in der Bankenlandschaft einiges tut? Klar, wir haben jetzt noch nicht die große Krise, wir müssen jetzt noch nicht Lehman 2.0 ausrufen, aber es ist ja da schon einiges in schiefer Lage, ein bisschen ist rumort. Beeinflusst Sie das irgendwie oder sagen Sie, das ist mir eigentlich wurscht, was da bei den Banken passiert? Ja, nein, das beeinflusst mich in zweierlei. Also erstens bestätigt es mich, dass ich grundsätzlich nicht in Bankaktien investiere. Es hat in meinem Fonds einmal vor sehr vielen Jahren eine Ausnahme gegeben. Das war, als die Berner Kantonalbank völlig im Keller hing, im Kurs. Da stand die auf 100 und der Vorstand konnte einem anhand der problematischen Geschichte, die die Berner Kantonalbank hatte und das neue Management und praktisch vorrechnen, dass man kaum was falsch machen konnte. Und da haben auch alle Leute sehr ordentlich und beständig verdient. Und dann, das war aber dann kein Dauerinvestment. Und ansonsten halte ich keinerlei und habe auch nie andere Geschäftsbankaktien gehalten. Also das bestätigt mich immer wieder in diesen Krisen, einfach weil es eben kein
Die haben eben einfach keine, wie man im Englischen sagt, tangible assets. Das ist einfach, da sind keine hard assets. Das sind angemietete Räume, hochbezahlte Leute und die wirbeln da rum. Und das ganze hochlöblich sich vorgenommene Corporate Governance und Regulierungen zeigt ja, dass das einfach in diesem Übermaß nichts anderes als ein Beschäftigungsprogramm ist, um x neue Stellen zu schaffen. Aber wenn es darauf ankommt, nützt ja überhaupt nichts, nützt es ja gar nichts. So, und der zweite Punkt, was ich daraus ziehe, ist, was mich bestätigt, wenn ich diese Bankenkrise sehe, und das eben, das war ja schon beim Zusammenbruch vom Bankhaus Oppenheim in Köln 2008, 2009, da musste die Deutsche Bank den Laden übernehmen. Die UBS musste, behaupte ich mal, könnte ich vermuten, die übernehmen. Und wie das bei JP Morgan aussieht, ob die sich da wirklich so drum gedrängt haben und das, ob das der Hauptwunsch der großen Aktionäre ist, das sei mal dahingestellt. Aber was es in jedem Fall bedeutet, hier werden an sich auch wieder ja mit, ja, also schlicht ausgedrückt mit der Druckerpresse Sachen aufgefangen, die gar nicht die Werthaltigkeit haben. Und das heißt für mich weiter Kaufkraftentwertung des Geldes und das heißt für mich investieren in gute Sachwerte. Die guten Sachwerte könnten aber auch ein bisschen betroffen sein. Jetzt haben wir ja schon die hohen Zinsen, die ja, gut 5%, das ging ja auch sehr schnell. Und jetzt ja, die Kreditvergabe bei den Banken wird ja dadurch vielleicht schon ein bisschen gedrosselt, jetzt durch diese Krise vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn das Vertrauen ein bisschen flöten geht. Also wirkt sich das dann auch auf die Realwirtschaft aus? Man hört ja zum Beispiel jetzt viel, dass die Bauwirtschaft schon ja, nicht mehr so voll intakt ist, dass da nicht mehr viel geht. Auch bei den Immobilien machen sich viele Sorgen. Also wie sehr betrifft das dann auch die echte Welt? Sie haben gerade von Intangible Assets gesprochen. Also das kann ja auch auf die, sagen wir mal, handfeste, echte Wirtschaft dann überspringen. Also ich glaube, dass die Banken ja auch in der Nullzinsphase haben ja eine sehr eigene Kreditvergabepolitik gehabt. Abgesehen von Hypothekenzinsen waren die Zinsen ja für einen Kreditnehmer waren ja gar nicht tief. Wenn Sie mal geschaut haben auf Ihrem Kontoauszug, was ein Überziehungskredit auf dem Konto ohne Absprache kostete, dann war das sozusagen Einlagenzins null, Überziehungskreditzins 12,5%. So, und die großen Kreditausfälle und Probleme kommen ja nicht deshalb, weil an ordentliche, solide Konzerne Geld verliehen wurde oder an gute Mittelständler, sondern weil in einseitiger Weise in gewisse Branchen Geld reingepumpt wurde und natürlich in vielen Fällen bei den Bankzusammenbrüchen einfach diese sozusagen Fristenkongruenz, das heißt, man hat kurzfristig sich finanziert und langfristig ausgeliehen und das war schon immer der Tod des Banking. Und bei anderen Häusern muss man ganz klar sagen, dass einfach ein übermäßiger Apparat aufgebaut wurde und man hat eben auch einfach in 2008, 2009, wo sehr viele Industrieunternehmen wirklich ihre Hausaufgaben gemacht haben, unglaublich in Effizienz, in Robotik investiert und, ist das letzten Endes in der Großfinanzindustrie eine richtige Reform, die notwendig gewesen wäre, nicht passiert, weil man sich von der Großmannssucht nicht verabschieden möchte. Stichwort Großmannssucht, jetzt ja, versuchen ja mal viele die Börse vorauszusehen. Viele rufen den Crash ja schon seit Jahren aus. Auch im letzten Jahr wurde der oft ausgerufen. Sie sind im letzten Jahr cool geblieben, 2022, und haben, als wirklich noch die Zeiten stürmisch waren, haben gesagt, ich glaube nicht, dass das dicke Ende kommt. Also ist das jetzt für Sie amtlich, dass der Bärenmarkt vorbei ist? Ja, selbstverständlich. Das Jahr 2022 darf man nicht, und generell sollte man nicht die Kalenderjahre einzeln betrachten. In manchen Jahren ist das legitim, wenn der Markt, was weiß ich, plus 5% macht, im Jahr drauf plus 7%, im Jahr drauf minus 3%, dann ist das ja okay. Aber wir haben ja im Fall des Jahres 2022 die Jahre 2020 und 2021 davor. Und da hat ja selbst mein vermögensverwaltender, oberkonservativer, seit 2 Jahren wie ein panzergefahrener Value-vermögensverwaltender Fonds, ich weiß nicht, was plus 22 oder 21% gemacht. Ich kann nur, wie soll das denn funktionieren? Das sind
eindeutige Überhitzung gewesen. Und wenn man das mal auf der längeren Linie schaut, 2018, 2019, und dann muss man einfach im Paket nachher 2021, 2022 schauen und das saldieren, dann waren das 2 Jahre, da haben manche Leute, was weiß ich, +3, +5% gemacht, ein anderer -2% gemacht. Und jetzt haben wir einen sehr guten Jahresauftakt ja hingelegt, wenn man nicht einseitig auf einer gewissen Branche festhängt. Und es ist ja evidenter denn je, und was ja totgeschwiegen wird im Moment, ist ja sozusagen die Geldaufblähung über die Regierungsschulden. Also ich habe schon lange nichts mehr gehört in den öffentlichen Medien zu der Lage, wie es eigentlich um Italien steht. Ich habe auch schon lange nichts mehr über Portugal gehört und sonst etwas. Also im Moment wird so viel da totgeschwiegen. Ich habe auch noch nicht die Endzahlen gesehen, was eigentlich der ganze Corona-Krempel, die Bundesrepublik Deutschland plus die Rüstungszusagen, wie das eigentlich im Budget sich mal niederschlägt. Jedenfalls sind es alles fortwährend, wohin man schaut, in so vielen Ländern der Welt, vielleicht abgesehen von Singapur und 1, 2 anderen Ländern, wird doch überall keinerlei Budgetdisziplin gehalten. Nirgends wird das ausgegeben, was man einnimmt, sondern mehr. Und da kann ich nur sagen, wer das nicht kapiert, ja, da brauche ich überhaupt keine Inflationszahl zu hören. Wer das nicht kapiert, weiß, dass das Papiergeld, die Guthaben auf Bankkonten, also reine Geldwerte, verlieren an Kaufkraft. Und umgekehrt sieht man ja, die Börsianer und ihre Zuschauer und Zuhörer, die wirklich sich viel mit der Börse beschäftigen, sollten viel mehr Mut fassen, weil die zeitweilig länger anhaltenden massiven Unterbewertungen, die sind ja mit einem Fingerschnips, sind die ja aufgeholt. Wir haben ja im Kleinen, ich beschäftige mich ja nicht mit kleinen deutschen Aktien, aber ich beobachte es ja, dass eine Software AG, ich will die Firma gar nicht beurteilen, mit einer Prämie 50% an einem Tag im Takeover-Offer, also mit Übernahmeangebot, mit 50% Prämie ist. Und die Leute, die die Prämie bieten, die haben ja auch irgendeine Rechnung gemacht, dass sich der Kauf strategisch lohnen wird. Und das allerbeste Beispiel ist, das sieht man ja, wenn eine wirkliche Perle im Markt, die privat gehalten wird, muss man schauen, wie die in Gold aufgewogen wird. Also der Deal im Wärmepumpen- und Klimabereich, ja, und Heizungsbereich, dass die private Firma Viessmann für, ich glaube, 11 Milliarden Dollar, ich glaube, 85% ihres Geschäftes einbringt und bekommt für 11 Milliarden Dollar Carrier-Aktien. Carrier, der Erfinder der modernen Klimaanlage, der absolute Weltmarkt für Nummer 1, das sind ja, also bessere Signale kann ich ja gar nicht erwarten. Was es zeigt, ist, da wo wirklich eine tiefe Verankerung im Markt ist, ein gutes Geschäft, ein hoher Marktanteil, viel Fach-Know-how, da stehen wir erst überhaupt am Anfang, was diese Firmen überhaupt wert sind. Stichwort Viessmann, vielleicht ganz kurze Einschätzung von Ihnen. Wer sind denn da jetzt die Gewinner und die Verlierer? Denn das wurde ja auch eigentlich in den Medien schon recht negativ dargestellt. Ja, die großen Gewinner sind einmal natürlich die Eigentümer von Viessmann. Die haben meiner Ansicht nach genau das Modell für die Zukunft gezeigt, für Familienbetriebe, die in eine gewisse Größenordnung hineinwachsen, wo nicht mehr nur ein Inhaber ist, sondern nachher viele und immer mehr werden durch die Generationen. Die haben ja einen fantastischen Deal gemacht, anstatt gebunden zu sein mit Poolverträgen und geknebelt zu sein und Krach untereinander zu haben, haben die sich und nicht mehr abhängig zu sein von im Wesentlichen einem Land, auch wenn es ein großes Land ist, sind sie beteiligt jetzt an einem Weltgeschäft, was nicht mehr so an einer Person hängt, nicht an einem Land. Und gleichzeitig können sie dort beteiligt sein bis an ihr Lebensende und es vererben. Und genauso kann jemand unbemerkt im Laufe der Zeit bei einer so hohen, hochkapitalisierten, liquiden Aktie auch sozusagen an sein Geld kommen, zur Gänze oder in Teilstücken. Und das sehe ich in Deutschland auf ganz viele dieser börsennotierten, aber noch familiengeführten DAX-Unternehmen oder größere Unternehmen zukommen. Und das wird sehr interessant, weil das geht wieder nur mit einer Prämie für die kleinen, für die normalen Aktionäre. Denn diese Gründerfamilien, die werden das nicht durchhalten, dass die Leute de facto überhaupt keine Verfügungsmacht haben über ihr Kapital.
spätestens die nächste Generation wird das nicht mehr mitmachen. Und da finde ich das Modell von Fiesmann sehr gut, aber für die kleinen Aktionäre und Normalanleger, finde ich, ist das eine fantastische Sache, weil die Börsen, die Analysten schauen ja rein kurzfristig und es war mir ganz klar, dass als Ergebnis dieses Deals fällt die Carrier-Aktie. Man kriegt die Carrier-Aktie, sagen wir mal, gute 10% jetzt billiger als vor 8 Wochen oder so. Und gut, ich weiß, ich gebe hier keine Kauf- und Verkaufsempfehlung. Ich weiß auch nicht, wann da mal ein Low sein wird. Aber ich kann nur sagen, langfristig gesehen hat Carrier genau das Richtige gemacht. Die haben etwas gekauft, was nicht ein anderer nicht mehr kriegen kann. Und was wirklich so. Und diese Abstraferei im Börsenkurs desjenigen, der eine mutige Langfriststrategie eingeht, das ist eine große Chance für uns Privataktionäre, weil so handeln kurzfristig nur die institutionellen Investoren. Wir Privatinvestoren können gegen den Trend gehen. Und da muss man nur in Ruhe mal zuwarten, bis die sich da so alle ausgekotzt haben, die Großen. Und wie auch immer. Also ich würde immer lieber auf den setzen, der langfristig was Gescheites im Rahmen seiner Kompetenz macht. Das mag vielleicht im ersten Jahr schwierig werden, vielleicht muss er mehr abschreiben, vielleicht gibt es Zusatzkosten aller Art, aber irgendwann ist das ausgestanden und dann haben die haben gute Assets gekauft, ganz bestimmt. Gibt es da vielleicht so eine gewisse Verzerrung bei Übernahmen? Denn eine Übernahme, wenn sie gut ist, kann ja genial sein, aber man hat dann oft vielleicht ja, diese negativen Beispiele im Kopf, die dann vieles überstrahlen. Sie haben es gerade schön beschrieben, dass dann der Kurs erstmal runtergeht und dann sieht man die Kosten und dann wird gerechnet, ah ja, das dauert ja so und so lang. Also bieten sich da aus Ihrer Sicht im Zweifel, wenn das gute Übernahmen sind, dann öfter Chancen, also wenn man genauer hinschaut. Ja, absolut. Man muss im Rückblick, entscheidend ist immer, dass der Übernehmer im Rahmen seiner Kompetenz bleibt. Also wenn jemand praktisch eine völlig neue Industrie investiert, also was weiß ich, bisher produzierte nur Schokohasen und jetzt macht er Salzgebäck. Das würde ich never ever, würde ich nie machen. Aber wenn er statt Schokohasen jetzt den Weltmarkt für Schoko-Nikoläuse kauft, ja, dummes Beispiel, würde ich sagen, also nach menschlichem Ermessen und er ist bisher erfolgreich auf seinem Gebiet. Ja, das ist das Entscheidende. Wenn er selber Riesenprobleme hat und meint, sich mit sowas retten zu können, dann wäre es natürlich ganz falsch und er muss es halt auch vernünftig finanzieren können. Ja? Und das heißt, er braucht ein gutes Rating, damit er nicht hohe Zinsen zahlen muss. Er muss es langfristig finanzieren können. Aber bei vielen Übernahmen haben wir gesehen, das sah zunächst vom Kauf teuer aus. Und dann guckt man nach 3, 4 Jahren rein, da sind die ganzen Schulden weg, die sind irgendwie alles abverdient. Dann haben die, also früher, als die Luxotica noch selbstständig war, der Weltmarkt für Sonnenbrillen und für Laserbrillen in Italien unter dem alten Del Vecchio, als der noch lebte, der hatte dieses Modell. Der kaufte alle 4, 3, 5 Jahre, knackte der irgendein neues Land und kaufte da den, der die meisten Filialen hatte oder sonst was. So in Amerika, die führende Kette, ich glaube Sunglass Hut hieß die, also an jeder Ecke verkaufen die Sonnenbrillen, dann der hatte eben die Bankfinanzierung im Rücken, der wusste genau, was er mit den Läden macht, wie er die auf Vordermann bringt, effizienter und. Der kannte eben seine Branche in- und auswendig und das war so. Dann waren die Schulden hoch, der ganze Markt spricht Gott, oh Gott und so weiter. Und nach, wie gesagt, 3, 4 Jahren waren alles abbezahlt und hat das Nächste gemacht. Man braucht dafür die richtige Firmenkultur und ich muss sagen, im Rückblick bedauere ich immer, wenn ich mit einer Prämie ausverkauft wurde. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich oft Takeovers erkannt habe, wie in der frühen Zeit Wrigley. Ich habe Wrigley im Fonds zum halben Preis gekauft, was die Aufkäuferfamilie, die Mars-Familie, mit Hilfe von Warren Buffett den Weltmarkt für Kaugummi gekauft hat und war damals mächtig stolz und hat mir auf die Schulter geklopft, was für eine blöde Einstellung ich da hatte. Heute wäre die Wrigley-Aktie, wenn die noch am Markt zu haben wäre, wäre ein Vielfaches wert. Hilti, ganz am Anfang, Hilti wurde von der Hilti-Familie, wurden die Aktionäre abgefunden. In einem Moment, als mal eben, das war 2003, die hatten so viele Finanzanlagen in ihren Büchern und gar keine Schulden, die Hiltis und dieses fantastische Handwerkergeschäft, dieses Profigeschäft. Und da
haben aber dann in 2003, das war der Crash vom neuen Markt, da haben die auf ihren Finanzanlagen nichts verdient und mussten ein paar Sachen abschreiben. Und daraufhin war der Kurs unten und in dieser Sternstunde der Geschichte Hilti hat dann die private Familie Hilti die Aktionäre mit einer Prämie abgefunden. Das war aber auch nur gut, die kurz vorher eingestiegen waren. Die haben eine Prämie bekommen, aber die lange drin waren, war schlecht. Also in der Regel, hier Tiffany, Beispiel. Wir waren große Aktionäre bei Tiffany, haben einen Haufen Geld verdient. Ja, war ja eine ganz zähe Verhandlung von Louis Vuitton, den aufzukaufen, hin, her. Und dann kam Corona und alle befürchteten, oh Gott, das klappt nicht. Dann hat es doch geklappt. Ja, ich glaube, mit einem klein wenig reduzierten Kurs, alle waren froh. Ich kann nur sagen, was ein Jammer, dass die Aktie weg ist. Was denn für ein Jammer. Aber ich glaube, dass man, das predige ich schon seit Jahren, ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine Verknappung sehen werden an der Börse von solchen absoluten Perlen, tollen Firmen mit alleine schon der Mitarbeiterstamm. Man hört ja fast in jeder Branche, dass in vielen Ländern, nicht nur in Deutschland, die kriegen einfach keine Leute mehr. Das heißt, die Firma, die ja, ich weiß nicht, 1000 Techniker hat, die gelernt haben, im Rahmen der Firmenkultur miteinander zu arbeiten und das alles fluppt, das wird eines Tages in Gold aufgewogen, in Gold. Stichwort Gold und Perlen. Wir haben noch was sehr Spannendes. Jetzt fragen sich sicherlich viele, der Herr Elsässer, der kennt sich ja wirklich so gut aus. Wie findet der denn so Aktien? Wie analysiert der Aktien? Wir haben da was sehr Spannendes. Wir haben uns nämlich Monster Beverage mal genauer angeschaut. Das findet ihr auf Beating Beta, der neuen Plattform. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und da hat Herr Elsässer auch mal verraten, ja, wo man da hinschauen muss, auch welche Kennzahlen würde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Herr Elsässer, schauen wir kurz auf die Berichtssaison, auf die Kennzahlen. Um das vielleicht schon mal einzuordnen. Worauf schauen Sie denn da? Und vor allem Bilanzkosmetik, ist das auch so ein Stichwort? Da hat vor kurzem auch ein Abonnent geschrieben nach dem Motto, ja, er arbeitet bei einer großen börsennotierten Firma und er hat da Einblick in die Bücher und das sei alles gar nicht so toll, es sei eigentlich nur eine Show für die Aktionäre. Also mit welchem Auge schauen Sie da drauf? Ja, ich glaube, das Studium der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnung ist etwas zwar mühsames, aber sehr, sehr wichtiges. Und wenn ein Privatinvestor mal über eine gewisse Summe in Relation zu seinem gesamten Ersparnissen oder Vermögen hinauswächst oder will vor allem eine Langfriststrategie entwickeln, dass er im Laufe der Zeit immer weiter rein investiert in eine gewisse Aktie, kommt er um das Studium dieser Bilanz und der Gewinnverlustrechnung nicht herum. Es kann ja nicht jeder also ein Bilanzexperte werden. Ich habe ja allein 4 Jahre meines Lebens de facto damit verbracht. 2 Jahre habe ich eine kaufmännische Lehre gemacht und dann habe ich ja nach dem Studium noch 2 Jahre nur deswegen wirklich bei schlechter Bezahlung in einer Wirtschaftsprüfersozietät gearbeitet und ich weiß, wie gebucht wird. Ja, wenn ein LKW auf den Hof fährt und lädt Kloschüsseln ab beim Großhändler, dann weiß ich, was beim Fabrikanten gebucht wird und wie gebucht wird bei dem Großhändler. Ja, und das ist trockenes Handwerk. Und manche Leute können sich das aneignen. Es gibt ja ganz viele Online-Angebote aller Art, kostenlos und auch gegen Gebühr. Man kann Bücher lesen. Das ist ja überhaupt alles kein Hexenwerk. Aber es soll ja nicht jeder, der in völlig anderen Berufen arbeitet, damit belastet werden. Aber er sollte ab einem gewissen Punkt seiner Strategie in seinem Bekanntenkreis oder wenn er einen guten Steuerberater hat, der kann eine Bilanz lesen. Ja? Also jedenfalls zu sagen, lieber Mann, guck mal, hier ist Bilanzenverlustrechnung, bitte angucken. So, und da gibt es eindeutige Sachen, wo man hinschauen muss. Das eine ist zum Beispiel, wenn es irgend geht, immer die letzten 5 Jahre. Und es gibt börsennotierte Firmen, die zeigen sehr schön sogar 10 Jahre auf, die entscheidenden Zahlen. Und weil da sieht man eine Tendenz und eine ganz wichtige Kennzahl ist die Entwicklung der Bruttomarge. Das heißt, Umsatz im Vergleich zu dem, was die pure, nackte Herstellung von dem Produkt kostet. Weil es ist so, wenn ich Umsatzsteigerung habe und ich sehe, die Bruttomarge sinkt, dann heißt das nichts anderes, als der Umsatz ist damit erkauft, indem die Einkäufer die Hosen anhaben und die Verkäufer meiner Firma sind zu schwach. Und nur durch Zugeständnisse bei den Preisen kriegen sie die Ware rübergedrückt. Das geht natürlich irgendwann in die Hosen. Und die Bruttomarge als solches
die Prozentzahl ist das A und O, weil aus der finanziert sich nachher alles andere. Die Löhne und Gehälter, der Verwaltung, das Marketing, die Forschung bis hin nachher zu den Steuern. Das heißt, es gibt Industrien, die haben schon eine so enge Bruttomarge. Das heißt, der Kram, den die verkaufen, ist so teuer herzustellen. Die haben zwar Umsatzzuwächse, aber da bleibt einfach viel zu wenig hängen. Und auf Dauer wird die Luft dann sehr, sehr eng. Und in anderen Branchen ist das gänzlich anders. Die Perle der Branche ist ja unter anderem die Hörgeräteindustrie. Wenn die etwas für 100 verkaufen, dann kostet es in den besten Fällen, gibt es Fälle, da kostet die Herstellung 15. So, und die restlichen 85 sind da für was? Für Intelligenz. Für Marketing. Hörgeräte, gibt es da spannende Aktien? Hörgerätebranche ist auch was, was vielleicht viele nicht so auf dem Zettel haben. Hörgeräte ist so ein typischer Fall, wo viele Sachen sind, das ist nicht konjunkturabhängig. Es hat einen sehr hohen Stellenwert. Wenn jemand schlecht hört und das auch anerkennt, dass er schlecht hört und das besser verbessern will, oder aber er hat ein Hörgerät und das muss repariert werden oder es muss einfach ein besseres her, weil er schlechter hört, dann hat das eine riesen Priorität. Das heißt, dann verzichtet er lieber auf ein neues Sofa. Ich habe noch keinen getroffen, der sagt, also das Hörgerät, das ist jetzt 15% teurer geworden. Ich mache jetzt Schluss, ich höre mir gar nichts mehr an. Ich nehme an Gesprächen nicht mehr teil. Also der Zeitgeist gibt das nicht her. Dann gibt es eine Riesenreserve. Die Branche ist sehr gut analysiert, dass, ich weiß nicht, was ein gigantischer Stau von 10 Jahren da ist, in denen die Leute zu spät zum Hörgeräteakustiker gehen, weil sie nicht den Makel alt wirken zu wollen. Das heißt, marketingmäßig wird sich da, glaube ich, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten viel tun, dass das gar nicht schlimm ist, ein Hörgerät zu haben. Und früher waren das ja Riesendinger an den Ohren. Heute sieht man die ja noch kaum. Und da gibt es in der Tat an der Börse sehr gute Auswahl. Sie können wählen zwischen dem größten Händler auf diesem Gebiet. Es gibt einen eindeutigen Weltmarktführer. Auch hier keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Ein sehr volatiles Papier. Das ist witzigerweise in Italien. Italien hat sehr gute Unternehmer. Die Regierung ist schlecht, aber die Unternehmer sind gut, viele. Das ist die Firma Amplifon. Die hat eine fantastische Firmengeschichte. Kann ich jedem nur raten, die mal zu lesen. Das ist sowas von spannend. Warum die überhaupt entstanden ist, das ist durch eben einen britischen Soldaten, der schreckliche Hörerlebnisse im Krieg hatte und daraufhin mit als One-Man-Show angefangen. Also ich kann an den größten Händler mich investieren, aber ich kann auch in unterschiedliche Arten von Herstellern investieren. Die haben unterschiedliche Schwerpunkte. Implantate, keine Implantate, sehr faszinierende Branche. Sehr spannend. Schon mal danke für die Insights. Ist auch sicherlich was, was wir uns auf meinem Kanal mal genauer anschauen können. Jetzt können wir langsam das Thema Börse abschließen, um zu Ihrem tollen Buch zu kommen. Jetzt würde mich noch eins interessieren. Momentan sind ja oder schon länger, wir haben vorher schon das angerissen, viele haben gesagt, oh, das Bärenmarkt-Tief, das haben wir noch lange nicht gesehen und es gibt noch so viele Risiken und wir sind short und jetzt sind ja die Banken dieses Jahr auch viele an der Wall Street wieder short. Bank of America, Morgan Stanley ist immer sehr vorsichtig, die Hedgefonds sind auch durchaus immer wieder vorsichtig positioniert. Warum ist das denn so? Hat man da Angst, sich zu blamieren, falls es dann fällt, dass man dann sagen kann, ah, wir Profis haben immer davor gewarnt oder sind das dann Gegengeschäfte, um sich abzusichern oder will man einfach gewisse Zeichen setzen, will man ein bisschen Aufmerksamkeit in den Medien haben? So hat das Andreas Beck, glaube ich, auch mal oder Bert Flossbach formuliert, dass man natürlich mit steilen Thesen dann eher in die Presse kommt. Wie schätzen Sie das ein? Warum sind die alle so vorsichtig? Gut, also das eine ist Thema Angst. Die Medien sind natürlich voll erschreckender Nachrichten. Wir haben Kriege, die man nicht einschätzen kann. Wir haben wenig kalkulierbare politisch tätige Menschen in sehr vielen wichtigen Ländern. Wir haben, anders als in früheren Perioden, ohne das zu romantisieren, Menschen, die irgendwie keinen Klartext auch sprechen. Also wenn ich an den Chef der Fed in Amerika denke, in New York, diesen Herrn Powell, also ich will dem persönlich nicht zu nahe treten, aber
ich brauche den mir nur anzuschauen. Ist das ein positiver Mensch, der von beseelt ist, der Wirtschaft zu helfen, den Mittelständlern, den Firmen? Ist das jemand, der mitdenkt, Mitgefühl? Nein, behaupte ich mal, aber es ist nur meine private Ansicht. Das sind Leute, die sind verrannt in irgendwelchen Theorien und haben den, meiner Ansicht nach, die Dialogfähigkeit verloren. Ich habe gehört von Leuten, die in Saudi-Arabien tief, tief drin sind, hinter den Kulissen, die mir gesagt haben, dass gewisse Ölkreise der Saudi-Arabier, die ja immer ein ganz enges Verhältnis zu den USA hatten, also eine Loyalität, die war ja schon bewundernswert, dass einflussreiche Ölkreise bei den Saudis einfach nicht mehr bereit sind, mit der beiden Regierungen zu sprechen. Und ich glaube, dieses Gespür, dass auf der Welt zu wenig miteinander gesprochen wird und in verhärtete Linien sind, macht vielen Anlegern natürlich sehr Angst. Und das andere ist, dass natürlich die Großfinanzindustrie, die natürlich die Stimmung machen, die großen Pensionskassenmanager und so weiter und so fort, sind natürlich alle in großen Komitees gemanagt, Konsens und so weiter. Und sind, glaube ich, sehr eben kurzfristig orientiert und keiner will eine Blamage haben. Denn eine langfristige Strategie durchzuhalten, erfordert natürlich enormes Sitzfleisch und natürlich auch, und das dem Buffett, ohne dass ich ihn jetzt verherrliche, aber das muss man ihm so auch anerkennen, der wurde ja in dem neuen Marktcrash 2000 bis 2003, wo auch ja in den USA dieser Telekom-Boom und erste Internet-Boom war, der wurde ja fast nachher schon, weil er einfach bei seinen konservativen Industrien blieb, der wurde ja zum Teil schon als verkalkt dargestellt. Ja, und das sozusagen als alter sozusagen Hosenseicher ja, nicht mehr ganz auf der Höhe sei. Ich erinnere mich noch sehr gut, also wie der da durch den Kakao gezogen wurde. Und sagen wir mal, diese Bloßstellung will natürlich keiner vermeiden und insofern wird es immer diesen Herdentrieb geben. Aber es kann natürlich sein, dass die Leute ja durchaus auch kurzfristig recht haben, aber es ändert nichts. Und was ich feststelle zurzeit ist, dass an sich das Negative ist ja hinreichend bekannt. Der ganze negative Mist ist ja nirgends im Verborgenen. Aber für das auch mal etwas sich positiv ändern könnte, dass ein Krieg mit Verhandlungen plötzlich zu Ende geht, dass vernünftige chinesische und amerikanische Politiker sich mal wieder an einen Tisch setzen. Im Moment wird ja so getan, als wenn das auf alle Ewigkeit vorbei wäre. Und insofern glaube ich, dass die Überraschungseffekte, die werden eher von der positiven Seite kommen. Nur kann man die vorher nicht festnageln. Man kann sagen, das und das wird passieren. Es sind immer die totalen Überraschungseffekte, mit denen keiner rechnen konnte und an denen nimmt nur teil, wer in guten Sachen investiert ist. Wer dann erst langsam auf den Trichter kommt, dass sich doch was geändert hat, der ist meistens zu spät. Jetzt haben Sie Buffett gerade angesprochen, noch ganz kurze Frage. Wie sehr juckt es denn da bei Ihnen in den Fingern, auch in so neue Trends zu investieren, wie zum Beispiel jetzt KI? Denn als Value Investor ist das ja für Sie jetzt eher nicht geeignet. Sie investieren ja eher in ja, handfeste, stabile, konservative Unternehmen, die eher vielleicht besser einzuschätzen sind. Fällt Ihnen das schwer oder sagen Sie, nee, da lasse ich gern die Finger davon? Ja, ich investiere nicht in junge Growth-Aktien oder in Firmen, deren Geschäftsmodell darauf basiert, erstmal die ersten 10 Jahre für Wachstum nur Verlust zu machen. Insofern hätte ich Amazon zum Beispiel in einer Frühphase hätte ich immer verpasst, weil das hätte ich dem nie zugetraut, dass der das packt nach 15 Jahren immer nur alles in die Firma investieren, am Papier Verluste machen. Das Risiko wäre mir zu groß gewesen. Man lässt also dann viel Geld liegen, wenn man so einen Könner ja, nicht richtig einschätzt. Aber an dem Thema KI, das begeistert mich sehr. Und ich überlege eben sehr gut, wer eigentlich davon profitieren wird. Also ich glaube, dass sehr viele Firmen das extrem gut nutzen können und werden dadurch unglaubliche Effizienzen hinbringen und ganze Industrien werden sich verändern. Bis hin, dass natürlich gewisse Zulieferer im weiten Sinne
in der digitalen Verarbeitung sehr profitieren werden. Und das sind Unternehmen, die bereits heute profitabel sind und eine tolle Marktstellung haben, bewiesen haben, dass sie gute Manager haben. Und insofern ist das noch eine Zusatzunterstützung. Aber ich würde mir nicht zutrauen, irgendeine mittelgroße oder kleine und Spezialisten beurteilen zu können, dass der und der genau der Richtige ist. Das ist einfach nicht mein Geschäft. Herr Elsässer, Ihr Geschäft ist aber, gute Bücher zu schreiben. Die 6 entscheidenden Lektionen des Lebens, unter anderem natürlich. Das ist natürlich nicht Ihre Hauptbeschäftigung, aber es ist trotzdem sehr, sehr toll, was Sie da leisten. Und ich fand das schon sehr inspirierend, den Einstieg, da haben Sie beschrieben, eine Anekdote, wie Sie, glaube ich, im Originalhaus von Jane Austen waren. Und Sie haben dann tatsächlich das Buch, wenn ich das richtig verstanden habe, komplett mit der Hand geschrieben, also das Manuskript dafür. Ja, das ist schon mal sehr spannend. Ja, das ist absolut richtig. Und das ist auch etwas, was ich in gewisser Hinsicht vielen Ihrer Zuschauer empfehlen würde. Ich war da so beeindruckt, dass eben Jane Austen, ja, eine der ganz großen Erfolgsautoren ihrer Zeit, an was für einem winzig kleinen Tisch, in was für einem winzig kleinen Zimmer, die per Hand diese riesig dicken, umfangreichen, vielen Bücher geschrieben hat. Und das war, als ich überlegte, mit dem Verlag dieses dritte Buch zu schreiben. Und ich selber bin mit meinem Denken eher ein langsamer Typ und habe dann festgestellt, Mensch, das probierst du mal aus. Und ich habe mit dem Füller geschrieben, mit dem Füllfederhalter. So, habe also viel Tinte verbraucht. Und da habe ich festgestellt, dass mir das sehr gut tat, weil bis ich so einen Satz geschrieben habe, in der Zeit hatte ich Zeit, sozusagen über den folgenden Gedanken nachzudenken. Während ich kann sehr schnell tippen. Ich habe früher 10 Finger blind gelernt auf der Schreibmaschine als Schüler. Und von da bin ich sehr schnell am Laptop. Und da würde ich meine Gedanken gar nicht sortiert bekommen. Die Hauptherausforderung war, den neuen Gedanken, der mir dann kam beim Schreiben eines längeren Satzes, dass ich diesen Gedanken während des Schreibens nicht vergessen habe, den ich hinten angab. Ja, das war ein guter Einstieg. War gut. Mhm. Das Ergebnis ist auch gut geworden. Sie haben es ja geteilt in 6 Lektionen. Also es geht um Ausbildung, Bildung, Leistung, Wille, Geschäftsmodell und auch die Werteordnung. Sie haben bei der Ausbildung was Interessantes geschrieben. Sie haben gesagt, ich selbst bin das beste Beispiel dafür, wie man es hätte besser anstellen können. Sie geben da auch viele Tipps und sagen, was Sie gelernt haben, was vielleicht auch besser hätte sein können. Wann haben Sie denn gemerkt in Ihrem Leben damals, das ist es, die Richtung will ich einschlagen? Ja, in meinem Fall war es sehr spät. Und deshalb will ich mit dem Buch so vielen Hoffnung machen. Ich würde nie, auch wenn für die ältere Generation, ich bin so positiv für die jungen Menschen, ich würde nie den Stab über den brechen, weil ich selber, mein Gott, selbst als ich 30 war, da dachte ich, ich bin schon ein ganz cleverer Maxe und ich hatte auch schon eine sehr verantwortungsvolle Position. Aber im Rückblick, muss ich sagen, hatte ich auch viele Flausen im Kopf. Ja, und ich muss im Rückblick auch meinen Vater nur bewundern, dass der sozusagen mich nicht verstoßen hat, wenn ich, obwohl ich relativ erwachsen war, mit wirklich dummen Geschäftsideen daherkam, wo ein normaler Mensch gesagt hätte, also hör mal, jetzt hat der Kerl doch eine ordentliche Ausbildung, also er müsste doch langsam kapiert haben, dass das gar nicht zu ihm passt. Auf Deutsch hat Flausen im Kopf. Mir ist das ganze System der Ausbildung, der Erziehung, der Schulen, aber auch wie die Personalabteilung Leute einstellen. Sie, Herr Lochner, haben ja auch viel Erfahrung. Sie sind selbstständig, Sie haben aber mal ja auch für einen Konzern gearbeitet und, und. Mhm. Und das kann man von außen gar nicht ahnen. Und der eine landet halt irgendwo, da geht das wie am Schnürchen und ich weiß nicht was, der hat vielleicht Glück, zur rechten Zeit den richtigen Chef und andere hat ein furchtbares Pech und so weiter. Und was ich feststelle, ist, die Leute werfen viel zu schnell den Löffel hin oder trauen sich gar nicht mehr zu, an eigene Ziele und Träume zu glauben. Und ich schreibe ja auch deshalb, schon die Sprache im Deutschen ist in vielen Punkten schlecht. Das heißt, wenn Ihnen als Kind permanent an den Kopf geworfen wird, ja, er ist ein Träumer, träum doch nicht so rum. Ja, das ist so negativer Unterton. Nein, man muss auch träumen. Und weil... Das ist meine tiefe Überzeugung, das war auch meine Motivation, dieses Buch in meiner Freizeit zu schreiben. Jeder kommt wirklich mit irgendeiner guten Stärke zur Welt, wo er wirklich gut drin ist, wo er wirklich ein Talent hat.
Und das Schulsystem und die Elternhäuser überwiegend tun zu wenig dafür, das herauszufinden und sich darauf zu konzentrieren. Stattdessen gibt es da ein Salat an Zeug, den man lernen muss, der überwiegend überflüssig ist, schlicht und einfach, und eine Überbetonung, wo man schlecht ist, was man nicht gut kann. Anstatt zu sagen, okay, der kann halt das und das nicht, aber da ist der wirklich 1A. Und dann dieses dumme Zeug, ja, das ist ja eine brotlose Kunst. In knallharten Zeiten, wie nach dem Zweiten Weltkrieg oder wenn ein Land zerbombt ist, da haben wir diesen Luxus, dass jeder sich was wählen kann, nicht. Da muss man sehen, dass man an Essen kommt und ein Dach über dem Kopf hat. Aber wir leben nicht in so Zeiten. Wir sind in vielen, vielen Ländern der Welt, Gott sei Dank, in wirklichen, sehr positiv gemeinten Wohlstandsgesellschaften, wo jeder wirklich die Wahl hat und die Möglichkeit hat, auf verschiedensten Wegen sein Einkommen zu verdienen. Ja, und das eben auch wirklich ausfüllt und eine Chance hat, richtig gut zu werden. Und deshalb bin ich so begeistert über die digitale Welt, weil es ermöglicht wirklich jedem, losgelöst von seinem familiären Background und losgelöst von einem Netzwerk, wirklich auf sich aufmerksam zu machen und zu sagen, hey, hier bin ich. Ich sitze, was weiß ich, in Husum oder in Wanne-Eickel, ja, aber ich habe eine Message für die Welt. Ich bin hier der beste Mann, was weiß ich, in der Beurteilung von alten Lederhosen. Ja? Und dann kann er sehen, ob auf der Welt dafür ein Markt ist, ja? Dass Leute ihre Lederhose beurteilt haben wollen. Also, das ist auch ein dummes Beispiel jetzt, aber Sie wissen, was ich meine. Und das war noch gar nicht möglich. Da mussten Sie zu gewissen Kreisen gehören. Wenn ich daran denke, als ich meine Banklehre machte, ja? In einer großen Filiale, ja, mit allen Abteilungen, da war allen klar, das war einfach so, wenn man nicht Beziehungen hatte, kam man über, was weiß ich, eine gewisse Position, das war undenkbar, da kam man nicht hinaus, das wurde einem auch klar gesagt. Und das ist ja heute sowas von vorbei und ich bin begeistert, nicht von Homeoffice, sondern von Remote Working. Es wird Leute geben, die können genau ihren Lebensstil, der zu ihnen passt, ich weiß, was ich in Schottland Lachs angeln oder was auch immer oder ein anderer im hohen Norden Bäume fällen und so weiter. Und gleichzeitig kann er da leben und für eine Firma in Südamerika, was weiß ich, der Top-Berater in einer gewissen Nische sein und kann einen Haufen Geld verdienen und dennoch ein gutes Leben hinbekommen. Und das wird in einer Riesenanzahl von Berufen möglich sein. Deshalb bin ich auch so positiv für die Firmen, wo wir investieren können. Die Firmen, die richtig gut sind, haben jetzt Zugang zu Personal, wie noch nie in der ganzen Geschichte der Menschheit. Wenn man das schafft, eine Firmenkultur hinzubekommen, dass ich eben wirklich das Top-Talent in Chile aufgreife und was war ein anderes Top-Talent in Bulgarien und ein anderes in Deutschland und das Headquarter sitzt wegen mir am Flughafen Schiphol in Holland, das geht. Und also was das eine Dynamik ist, also ich bin total begeistert. Nicht so begeistert sind Sie vom Staat teilweise. Sie haben gesagt oder geschrieben besser, ich frage mich, was in den Köpfen der Lehrer vorgeht und womit verbringen die Beamten in den Schul- und Kultusministerien eigentlich ihre Zeit. Und Sie haben auch ein bisschen die Politiker kritisiert. Um das mal zusammenzufassen, Sie haben gesagt, ja, da geht es halt ums Parteibuch und dann sich da lukrative Pöstchen zuzuschanzen. Und Sie haben gesagt, solche Menschen, ja, die finden sich quasi wie Magnete gegenseitig, wo man dann auch nicht zu viel will. Sie haben das ja auch schon beschrieben, dass man im Bundestag ja mit zu viel Kompetenz vielleicht teilweise nicht erwünscht ist. Also da gibt es schon noch Verbesserungsbedarf aus Ihrer Sicht, oder? Ja, also ich wünschte mir das. Es gibt ja auch Länder, da ist das anders. Da geht die Top-Elite, versucht Minister zu werden, werden auch entsprechend hoch bezahlt. Das ist natürlich eine Minderheit dieser Länder. Was ich damit aufzeigen wollte, das ist gar nicht gehässig gemeint, aber ich bringe es wirklich knallhart auf den Punkt, weil das ist die Wahrheit. Es gibt einen Bereich in vielen Ländern, auch in Deutschland, wo man mit einer absoluten Nichtleistungsfähigkeit groß rauskommen kann. Und was ich propagiere, ist, dass ich sage, ich kritisiere da niemanden, aber ich würde jedem raten, wenn ich feststelle, ich bin nirgends gut, ja, ich schaffe noch nicht mal die Examen, ja, ich schaffe die Ausbildung, ich kann das nicht durchhalten, ich habe nirgends Ahnung, dann muss der Mensch sich nicht aufhängen und landet auch nicht unter der Brücke. Wenn er es richtig anstellt, wird er Minister. Und das ist die Wahrheit.
und wer das nicht gerne hört. Also es gibt ein System außerhalb der Leistungsgesellschaft, und das ist die große Polit-Szenerie, wo diese Menschen überwiegend finden. Sicher gibt es Ausnahmen, und es liegt ja nur an der Gesellschaft, die das so zulässt. Wenn die Gesellschaft das nicht mehr will, kann sie es in einer Demokratie ja theoretisch ändern. Aber ich sage in dem Buch auch sehr klar, wenn mich jemand fragen würde, würde ich mir sehr gut überlegen, ob ich mich in so eine Szenerie begebe. Denn meine Beobachtung ist die, dass diese Menschen doch unter Umständen aufs gesamte Leben betrachtet vielleicht nicht so eine berufliche Erfüllung empfinden, wenn das eine zu sehr Orientierung ist, wie ich es nenne, drankommen und dranbleiben. Hauptsache den Sitz verteidigen. Ich glaube, eine solche egoistische Haltung, Hauptsache mir geht's gut, das ist ja die Funktionärseinstellung. Egal, was unten läuft, Hauptsache uns geht's gut oben. Das ist auf Dauer aus meiner Erfahrung, entbehrt es einer gewissen Sinnhaftigkeit. Herr Esser, sehr schön haben Sie auch beschrieben, das Thema Bildung, wie wichtig das ist und vor allem eine umfassende Bildung. Ich fand das sehr spannend, wie Sie aufgezeigt haben, wie Sie sich für andere Dinge interessieren. Und dann haben Sie, glaube ich, beim Hitchcock-Film angefangen und sind dann quasi in die McCarthy-Ära vorgedrungen. Und das fand ich sehr inspirierend. Also ich bin da auch wirklich großer Fan davon, ja, sich mit anderen Dingen mal zu beschäftigen. Und man kommt dann oft auch auf Ideen wieder für die Börse oder was einem so weiterhelfen kann. Was haben Sie da vielleicht für Tipps, vielleicht auch Buchtipps oder generell Tipps für die Zuschauer, für die jungen Leute? Aufgrund meiner eigenen Fehlleistung habe ich da wirklich, würde ich sagen, kann ich mit Fug und Recht da einen guten Rat geben. Und das ist, dass die Vorstellung, dass wenn man seine Ausbildung, was auch immer, abgeschlossen hat, damit ist das Thema der Wissbegierigkeit, beginnt erst dann. Und dass es einfach zum Leben dazugehört, sich für Dinge zu interessieren, weiter dazuzulernen und auch in ganz pragmatischen Dingen, das schildere ich ja auch, dass man eben sich dessen bewusst ist, dass man sich verbessern kann. Dass wenn man ein Defizit hat an gewissem Know-how im gesellschaftlichen Umgang und so weiter, dass man es auch clever anstellen kann und dass man nicht da sich wie ein Versager fühlt. Und dass man, wenn man was nicht versteht, dass man sagt, einen Moment, was haben Sie gesagt? Ich kenne diesen Ausdruck nicht. Das machen nur wenig Leute. Bei einer wichtigen Geschäftsrunde, die denken, sie blamieren sich. Ja? Oder erklären Sie mir das noch einmal. Oder dass man einfach sich bewusst ist, dass man eben unter Beobachtung ist. Das ist, was viele nicht verstehen. Die gehen treuherzig daher, arbeiten fleißig, liefern was ab und wundern sich, warum sie nie befördert werden. Da muss man mal her sagen, jetzt mal bitte ehrlich, woran liegt es denn eigentlich? Und die Leute packen der Regel erst sehr spät aus oder wenn es geht gar nicht, weil man den Leuten nicht auf die Füße treten will. Und dann muss man sagen, ja, schauen, Sie müssen einfach mal ein bisschen mehr Ahnung von dem und jenem haben. Und ich selber war an sich auf einem guten Weg in jungen Jahren, wo ich also mächtig viel schon von mir gehalten habe, so ein richtiger Fachidiot zu werden. Ja, sehr einspurig, einseitig, schon in der Schule. Und ich muss sagen, auch hier danke ich der digitalen Welt. Das ist wunderbar. Jetzt als alter Esel habe ich bestimmt in den letzten 5 Jahren für meine Allgemeinbildung, nur weil ich hin und wieder, fast jeden Tag, irgendwas bei Google oder Wikipedia mal nachlese. Ja, das geht ja so einfach, da lese ich was über jemand oder eine Branche oder lebt der noch, wo kam der her, ach guck mal, ist mit dem verwandt. Und das nenne ich, das Beispiel, was Sie brachten, Hitchcock-Film und nachher endet man da und da, das nenne ich so völlig ohne Plan von Ast zu Ast hangeln. Einfach, wie es die Zeit erlaubt, dann liest man mal hier was und sagt, das wusste ich gar nicht, was weiß ich. Und so landet man über eine Oper, über einen Komponisten im Musikbusiness und auf einmal kommt man auf die Idee, wer ist eigentlich der größte Eventmanager in den USA? Und ach, guck mal an, das ist ja, die stammen aus der Familie und so weiter. Das ist so spannend und man kommt an alle Informationen heute ran. Das ist fantastisch. Also ich habe bestimmt in den letzten 5 Jahren für meine Allgemeinbildung, wie gesagt, als alter Sack jetzt, mehr gelernt als in meiner ganzen Schulzeit und ich war auf einer wirklich guten Schule. Mehr gelernt in den letzten 5 Jahren. Und das gehört einfach, wenn man
in gewisse Dimensionen wachsen will, als Selbstständiger, aber auch als Angestellter. Das gehört mit dazu, dass man einfach geländegängig wird, dass man nicht irgendwie mehr Deckung hat und sagt, ja, wie es in den Kreisen wohl zugeht, weiß ich nicht. Und dann hat man schon die Hemmung, jemanden überhaupt anzusprechen. Und das ist alles Quatsch. Das ist wunderbar. Also ich habe jetzt noch eine verwegene Idee, vielleicht ein paar Bücher. Das ist immer schwer, das spontan zu machen. Könnten Sie uns da vielleicht so 3, 5 Bücher nachreichen? Dann können wir das vielleicht auch nochmal auf die Plattform stellen. Also müssen Sie nicht jetzt, wäre vielleicht eine Idee für die Zuschauer, wo Sie sagen, 3, 5 Bücher, wo Sie sagen, die lohnen sich wirklich zu lesen. Außer Ihrem Buch natürlich. Das ist erstmal die Hausaufgabe für die Zuschauer. Also ich würde, also wenn jemand, ich habe früher viel zu viel Fernsehfilme geschaut. Ja, das ist eine Nervenberuhigung. Es ist viel besser, also biografisches, Hörbücher, biografische Dokumentation, aber auch Biografien lesen. Im Prinzip, und da anfangen, wo man einen Bezug zu hat. Aber dann, von, wenn man jemand ist, also sagen wir Kindergärtnerin, ja, oder dann würde ich da irgendwie anfangen, sagen wir mit Montessori, ja, oder Pestalozzi, ja, also aus meinem Umfeld. Und da mal die Biografie lesen und dann von dort mich weiter vorangeln. Ein anderer, der in der Softwareindustrie arbeitet, würde ich mal die Biografie von Herrn Zuse lesen, der de facto Erfinder des Computers im deutschsprachigen Raum und wie es dem ergangen ist und so weiter. Also über diesen Einstieg rein, das ist besser, als sich was aufzuzwingen, wo man gar keinen Bezug hat. Und dann geht die Verästelung los. Und der Trick ist einfach, dass man, wenn man auf Namen stößt beim Lesen oder hinten in der sogenannten Bibliografie, welche Bücher hat der Autor verwendet und das könnte doch interessant sein. Und dann ergibt sich so ein Puzzle nachher von ganz alleine und das Ganze ohne Stress. Der eine kann, hat am Wochenende eine halbe Stunde Zeit, ein anderer vorm Einschlafen, ein anderer nimmt einen ganzen Koffer mit, in die Ferien, also mein verstorbener Großvater, schon ewig tot, der eben ein wirklicher Long-Term-Value-Investor war, der ja das Phänomen hingebracht hat in seinem ganzen Leben, weil er immer an die Inflation glaubte, nur Kaufaufträge erteilt hat, in seinem Leben keinen einzigen Verkaufsauftrag erteilt. Der hat nur Aktien gestapelt und keine verkauft, weil das eh nicht aufbrauchen wollte, das Geld. Der ist zum Beispiel, das war in der nicht-digitalen Zeit, weil er so langsam gelesen hat und er war Abonnent einer bedeutenden Tageszeitung damals, der hatte immer mit zwei Koffern fuhr der zweimal im Jahr zur Kur. In dem einen Koffer waren seine Klamotten, seine Kleider und im anderen Koffer war gespickt voll mit den Zeitungen, wo er im Rückstand im Lesen war, weil er las wirklich die Zeitung, der begann oben links und hörte hinten rechts auf. Völlig wurscht, was geschrieben wurde. Es wurde gelesen und ich glaube, dass er dadurch eine sehr gute Allgemeinbildung hat. Aber er braucht eben zweimal Ferien im Jahr, um das Pensum zu packen. Ein guter Trick im Übrigen, ich habe es nie gemacht, ich bin da zu träge im Kopf. Ich habe aber Bekannte, die haben Schnelllesekurse gemacht und da scheinbar sehr gute Erfahrungen gemacht. Es gibt wohl Techniken, gerade so Artikel, was weiß ich, 3, 4 Seiten oder eine Studie, 50 Seiten, sehr viel effizienter zu lesen. Also ich lese leider wie mein Großvater Zeile für Zeile. Ich kann nicht anders, bin dadurch sehr langsam, muss daher sehen, dass ich sehr alt werde. Also das wünschen wir uns alle, dass wir noch viel von Ihnen profitieren können. Jetzt habe ich zum Abschluss noch 2 lustige Sachen. Ich musste wirklich sehr schmunzeln, als Sie beschrieben haben, wie ein, Sie haben es glaube ich als berühmter Sachbuchautor zu Ihnen kam und Sie fast in Ohnmacht gefallen wären, weil der Ihren Füllfederhalter benutzt hat, ohne zu fragen. So viel zum Stichwort Benehmen und Auftreten. Ja. Also vielleicht zur Erklärung, Ich habe an diesem Beispiel wollte ich nur zeigen, wie man durch Unwissenheit oder Unachtsamkeit oder mangelnde Sensitivität, wie sehr man Porzellan zerdeppern kann, weil das stellt man meistens auch im Laufe des Lebens dann rückblickend fest oder später fest, dass ab diesem Punkt geht es so um die Basic geht es gar nicht mehr. Da geht es darum, Wellenlänge, versteht man sich und so weiter. Und wenn da einer
völlig daneben haut. Viele Leute ab einem gewissen Punkt des Erfolges wollen nur noch mit Leuten zu tun haben, wo das gut passt. Mit allen anderen wollen die gar keinen Kontakt mehr haben. Und dann hat man keine Chance mehr. Ja. Jetzt abschließend noch ein kleiner Test. Sie haben auch den Tipp gegeben, tragen Sie immer einen Zettel mit drei guten Witzen im Sakko oder in der Handtasche bei sich. Ja. Elsässer, können Sie spontan einen erzählen oder müssen wir das aufs nächste Mal verschieben? Ja, ich kann einen erzählen. Den habe ich ja in dem Buch gebracht, als es darum ging, warum habe ich diese Anekdote gebracht. Das ist der Punkt, ich glaube, ich habe ihn Herrn Blau genannt. Der Blau im Ghetto, der Blau kann einfach nicht einschlafen, schon tief in der Nacht, wälzt sich hin und her. Und schließlich wird seiner Frau zu dumm und sagt: Blau, was ist los? Wie kann es sein, dass du nicht einschläfst? Was hast du denn? Was ist denn? Fühlst du dich nicht wohl? Und er sagt: Ach, mach da ganz fürchterlich morgen dem Grün, unserem Nachbar genau gegenüber der engen Gasse drüben. Ist der Wechsel fällig? Ich muss ihm zahlen. Ich hab das Geld nicht. Fürchterlich, fürchterlich. Und da sagt die Frau: Was, das ist alles? Steht auf, 3 Uhr nachts, reißt die Fenster auf, brüllt über die Gasse rüber: Grün, Grün, schläfst du schon? Grün, wach auf. Man hört das Gerumple, der Laden geht auf. Was ist los? Um Gottes Willen, brennt es? Nein, nein, Grün, hör zu, mein Mann, der Blau. Morgen wird er nicht zahlen können. Gute Nacht. Macht den Laden zu und sagt die Frau zu ihrem Herrn Blau, sagt: Siehst du, Blau, jetzt ist es der Grün, der schlecht schläft. Das ist es, woraus man viel lernen kann, dass man sich gut überlegen muss, welche Sorgen man sich auflädt. Und denn in der Regel ist es im Leben so, einer ist immer der Hammer und einer ist der Amboss, wo der Hammer draufknallt. Und man muss aufpassen, dass man nicht freiwillig zu sehr in die Rolle fällt, auf den der Hammer draufgehauen wird. Ja. Herr Elsässer, das ist doch ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank fürs Gespräch, hat wie immer großen Spaß gemacht. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und Ihr Interview. Danke Ihnen, alles Gute, Herr Lochner. Danke ebenfalls, Leute. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch, Kanal abonnieren und gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Herrn Elsässer wieder sehen wollt. Und wie gesagt, es gibt noch mehr, was wir veranstaltet haben auf Beating Beta. Link findet ihr dazu unter diesem Video bzw. dann später Podcast. Danke euch, danke Ihnen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.